Guten Morgen! Dieses Video könnte eventuell den ein oder anderen von euch provozieren. Ich würde diesen Menschen empfehlen, die sich jetzt nicht in der Stimmung fühlen, eventuell provoziert werden zu wollen, empfehlen einfach ein anderes Video anzuschauen, wie zum Beispiel hier oben vom Udo Pollmer, meine Ode an ihn, die Mutter aller Veganer. So, zum Thema. Wir alle wissen, es gibt zwei große Gründe, Veganer zu werden. Einmal der Tierschutz und einmal die Gesundheit. Ökologie, religiöse Gründe und andere, die nur einen kleinen Teil der Veganer als Hauptmotivation vorantreiben, lasse ich jetzt einfach mal beiseite. Auch betrachte ich den Großteil der Veganer, bei dem beide Faktoren eine große Rolle spielen, auch nicht. Das Video richtet sich in der Argumentation also überwiegend an die durch den Tierschutz oder durch die Gesundheit motivierten Veganer. Generell habe ich den Eindruck, dass Tierschutzveganer, also ethisch motivierte Menschen, etwas skeptisch auf lediglich gesundheitsorientierte Veganer schauen, weil da oft der zugrunde liegende Egoismus, also das Erhöhen der eigenen Gesundheit, im Weltbild der selbstlosen Tierschützer, wie sie sich selber wahrnehmen, verachtet wird, weil derselbe Egoismus ja auch an anderer Stelle bei anderen Menschen dazu führt, dass man Tiere einfach achtlos verspeist. Ich kann das also absolut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz sehe ich es kritisch, dass innerhalb der Veganer, insbesondere jetzt von den Tierschutzveganern ausgehend, Kritik geübt wird an dem Gesundheitsveganer auf Grundlage des Egoismus. Das ist eben wieder der klassische Fall vom Schwarz-Weiß-Denken und deshalb gibt es auch das Video. Daher stelle ich heute mal durchaus kontrovers die These auf, dass Gesundheitsveganer viel mehr für den Tierschutz tun als die Tierschutzveganer. Um einfach mal einen Ansatz zu präsentieren zum Nachdenken, da dann insbesondere bei den klassischen Tierschutzveganern, die allerdings eine gewisse Offenheit haben und eine Bewusstheit an sich auch stellen, einen Anspruch an Bewusstheit, eben diese Bewusstheit quasi erhöhen können und damit eine potenziell größere Toleranz gegenüber seinen egoistischen Veganerfreunden entwickeln können. Generell liegt meinen Überlegungen der Ansatz zugrunde, dass umso weniger tierische Produkte verzehrt werden, umso weniger Tierleid entsteht natürlich auch und dass in der deutschsprachigen Bevölkerung der Egoismus stärker ausgeprägt ist als der Altruismus und der Idealismus. Wenn du diese Thesen jetzt nicht mitträgst, diese beiden, dann kannst du das Video auch an der Stelle beenden oder eben in den Infokarten meine Ode an die Mutter der aller Veganer Udo Pollmer nochmal anschauen. Aber diese These, die stelle ich einfach mal auf, das ist eine Annahme und die kann man mittragen oder kann man nicht mittragen, aber sie ist jetzt Grundlage. Also großer Unterschied zwischen Gesundheitsveganern und den Tierschutzveganern ist die Außenwirkung und das Auftreten gegenüber Nicht-Veganern. Denn Tierschutzveganer werden in der Gesellschaft sehr häufig als Pedanten, als Fanatiker und als Extremisten wahrgenommen. Warum ist das denn so? Weil sie peinlich darauf achten, dass sie nur zu, also wirklich, dass sie zu 100% rein pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. Was, nachdem man selber den Veganismus ausprobiert hat, nicht wirklich schwer ist, aber von der Gesellschaft, und darum geht es jetzt, eben als extrem wahrgenommen wird. Ne? Ist nicht gesagt, dass der extremer ist, aber er wird wahrgenommen viel extremer. Ein gesundheitsorientierter Veganer, der einfach mal auf einer Party auch eine Pizza einmalig mit isst, weil er weiß, dass die Gesundheit davon nicht abhängig ist von einem Ereignis, sondern dem Grundsatzgefühl, was man hat, wo auch die Ernährung nur ein Teil davon ist. Siehe auch mein Video, ganz zu empfehlen, perfekte Gesundheit, wie man die erreicht. Auch in der Argumentation, in Diskussionen mit Nicht-Veganern ist das ethische Argument, du kannst die Tiere nicht essen, weil sie sind doch auch ein Lebewesen. Oftmals, wenn man die Masse der Gesellschaft sieht, ein Argument, ja, was eher irgendwie befremdlich anmutet. Aber die eigene Gesundheit zu fördern, das erscheint überhaupt nicht extremistisch, sondern durchaus verständlich. Auch sorgt eben der Egoismus der gesundheitlichen Motivation dazu, dass man minimale Mengen an tierischen Produkten wie Milchpulver oder ähnliches in zusammengesetzten Produkten eher mal aufgrund des Genusses hin und wieder mal kauft als ein Tierschutzveganer und also für den solch dauerhafter Konsum auch in minimalen Mengen eben überhaupt nicht in Frage kommt und damit generiert er eher so das Gefühl eines Genuss- und Lebemenschens, so ein Veganer, und kommt er auch in der Bevölkerung einfach ganz anders rüber. Das alles macht den Gesundheitsveganer in der Außenwirkung viel angenehmer und verträglicher und man fühlt sich eben viel verbundener, und das genau ist der entscheidende Punkt. Ein Gesundheitsveganer bringt die Masse der Bevölkerung viel mehr zum Nachdenken aufgrund des überwiegend egoistisch motivierten Lebensstils der deutschsprachigen Bevölkerung, als das ein an die Moral und an die Ethik appellierender
sich nach der Wahrnehmung der Masse der Gesellschaft dem Genuss entziehenden Tierschutzveganer jemals könnte. Natürlich erreicht dieser auch ein spezielles Klientel, nämlich die Menschen, die Gutes tun wollen und die weniger egoistisch unterwegs sind. Aber machen wir uns nichts vor, einen höheren und positiven Einfluss, positiveren Einfluss, das haben nun mal die Gesundheitsveganer oder die Egoismusveganer. Zweiter wichtiger Punkt. Die Motivation, vegan zu werden aufgrund der Gesundheit, ist im Schnitt über das Leben gesehen stabiler. Wer einmal entschieden hat, dass er gesund leben möchte, der wird diesen Ansatz meist sein Leben lang in sich tragen, da er dadurch auch gesünder lebt in erster Instanz und den Unterschied bemerkt, was wiederum diese neue oder für ihn jetzt neue gesunde Lebensweise manifestiert und auch dieses neuronale Netz immer wieder bedient wird, wenn er an die Gesundheit denkt oder wenn er sich gesund ernährt. Tierschutz ist eine Motivation bzw. ein Idealismus, der relativ zur eigenen Gesundheit eher temporären Charakter hat. Es gibt Phasen im Leben, wo man sich für den Tierschutz mehr begeistern kann als in anderen Phasen des Lebens. Das kann man sehr, sehr gut beobachten, wenn es dann mal im eigenen Leben wirklich um die Wurst geht. Das heißt, man selber sehr, sehr viel bewältigen muss, um die Existenz kämpft oder schwierige emotionale Situationen zu bewältigen hat. Und der Lebenswandel da aufgrund auch des Einstiegs in das Berufsleben zum Beispiel, sich nicht komplett ändert oder Heirat, ne, ist auch so ein Punkt, wo sich der Lebenswandel komplett ändert und wo die Menschen auch so ein bisschen die Bindung zu ihren Idealen auch ein bisschen verlieren. Anders als bei dem Wunsch nach Gesundheit, der eigentlich immer da ist, ne? Aber die Bindung zu ihren Idealen, gerade im Einstieg in die Berufswelt, hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, ne? Das muss da oben in den Infokarten sein, wie man sich der Gesellschaft entzieht und seinen eigenen Idealismus frönt. Und da hatte ich das auch gebracht, dass gerade im Einstieg in den Beruf, dass da der Idealismus oft auf der Strecke bleibt, ne? Weil man an sich dann denkt, auf sich fokussiert ist. Aber die Gesundheit, die bleibt. Und auch hier spielt der Egoismus natürlich wieder rein. Bitte an der Stelle beachtet, ich rede hier nicht von Euch, sondern von dem Durchschnitt der Masse der Gesellschaft, ne? Wer egoistisch ist. Auch wird der Wunsch nach Gesundheit nicht torpediert durch Marketing der Pharma- und der Lebensmittelindustrie, sondern die befeuern den sogar und sagt, ey, ihr müsst noch gesünder werden, ich gebe Euch noch mehr Pillen und so weiter. Ne? Also das Marketing unterstützt diesen Drang nach Gesundheit. Der Wunsch nach Tierschutz, der ist bei weitem nicht so also von der Industrie gesteuert, im Medienalltag unterstützt. Und auch deswegen ist die Abnutzung dieses Idealismus auch viel hier eher gegeben als beim Gesundheitsveganer. Auch hier nochmal der Hinweis, weil ich weiß, wie selektiv manche zuhören, einen Satz hören und dann darauf Bezug nehmen und den dann aus dem Kontext ziehen. Ich denke nicht, dass der Wunsch nach Tierschutz sich per se abnutzt, aber in Relation zur Gesundheit ist er nachrangig zu betrachten. Und durch diese im Schnitt nachhaltigere Motivation der Gesundheit ist der Gesundheitsveganismus eben auch nachhaltiger im Leben eines Veganers, was dann in Endinstanz wieder weniger Tierleid bedeutet. Der dritte Punkt ist, dass du dich als Tierschutzveganer nicht über die Ernährung als solches informieren musst. Du musst nur wissen, ist in dem Produkt ein tierisches Bestandteil drin, ist ein tierischer Bestandteil drin, und wenn nein, dann kannst du es essen. Das ist vollkommen ausreichend. Und man hat ausgehend von seiner ethisch-moralischen Motivation ein befriedigendes Gefühl. Ein Gesundheitsveganer hingegen muss sich komplett mit den Nährstoffen der Nahrungszusammensetzung, der Physiologie und der Pathologie des Menschen auseinandersetzen. Der gesundheitsbewusste Veganer hat also eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass er durch diese Ernährungsumstellung auch gesünder wird und dauerhaft diesen Lebensstil dann auch frönt. Ja, logisch, weil er ein Gesundheitsveganer ist. Ne? Der Tierschutzveganer, der, und ich war schon bei einem Treffen eines rein veganen Stammtischs, der diskutiert dann, welcher vegane Käseersatz ist besser, also im Sinne von, welcher schmeckt besser. Ne? Welcher Käseersatz ist besser? Da geht es um Tofu, um Seitan, und nicht selten wird auch auf B12 und Vitamin D verzichtet oder nicht mal gewusst, dass man das supplementieren muss. Jetzt nicht mehr, aber vor einem Jahr, wo ich an einem Stammtisch war, da gab es zwei Leute, die wussten das gar nicht und da haben auch total reagiert, also mit Ablehnung. Ne? Da spielt Gesundheit keine Rolle, ne? Das, sondern nur was am besten schmeckt und was vegan ist, wo nichts Tierisches drin ist.
Aber letztlich erreichen strahlend positive Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Ich sage nicht, dass ihr in der Mitte der Gesellschaft stehen sollt. Es geht nur um die Betrachtung, was ist effektiver für das Vorantreiben des Veganismus. Und solche Menschen, die eben positiv in der Mitte der Gesellschaft stehen, und das bedeutet eben auch den Wunsch nach gesunder, vitaler Lebensweise bedienen, die sind viel mehr akzeptiert und die treiben den Veganismus viel mehr voran als ein Tierschutzveganer. Und entsprechend erreichen diese egoistisch motivierten Menschen viel mehr perspektivisch für den Tierschutz als die Tierschutzveganer. Eben durch den Fakt, dass einfach weniger Fleisch gegessen wird. Paradox. Aber meine Meinung, und ich wiederhole jetzt das noch einmal, das ist tatsächlich meine Meinung, ne, und kein neutrales Themenvideo, sondern es ist wirklich meine Meinung, ist es so, dass die Gesundheitsveganer bedeutsamer sind für die vegane Entwicklung als die Tierschutzveganer. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Tierschutzveganer überflüssig sind, ne? Denn sie erreichen ein Klientel, das hatte ich vorhin schon erwähnt, was der Gesundheitsveganer eben nicht erreicht. Aber da der Gesundheitsveganer mehr Masse und in Relation zum Tierschutz potenziell nachhaltiger Veganer generiert, aufgrund der Tatsache, dass der Egoismus in der deutschsprachigen Gesellschaft gegenüber dem Altruismus und dem Idealismus überwiegt, das finde ich einfach total interessant, sich das mal bewusst zu werden, und kann eventuell auch die oftmals sehr verkrustete Starrheit eines rein ethisch motivierten Veganers etwas aufweichen, da sein Ziel ja weniger Tierleid ist. Denn wenn er trotzdem die Gesundheitsveganer aufgrund ihres egoistischen Ansatzes nachrangig betrachtet, dann nur, weil seine eigenen Wertvorstellungen von Moral ihm wichtiger sind als der Tierschutz selber. Und damit er genau und dann würde er genau das darstellen, was er kritisiert. Einen Egoisten, der dazu noch weniger für den Tierschutz tut als der Egoist auf der anderen Seite. Ich hoffe, ich konnte euch etwas anregen und wünsche euch einen noch angeregteren Tag mit vielen Erfahrungen und neuen Gedanken. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.